Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin die Manu und ich möchte euch auf YouTube zeigen, wie euer Make-up im Alltag besser ausschauen kann. Und heute geht es darum, wie ich meine Wimpern tusche und ich möchte euch zeigen, was die beste Technik ist und wie ihr mit eurem Produkt, also eurer Mascara, die euch vielleicht nicht so gut gefällt, einfach das Beste herausholen könnt. Dafür braucht ihr einfach nur eine Mascara eurer Wahl. Das ist bei mir die Manhattan Super Size False Lash Look Mascara. Die schaut so aus, das ist die pinke. Und ich bin übrigens nicht überzeugt von diesem Produkt. Aber ich kann euch zeigen, wie ihr ohne andere Tools außer die Mascara eure Wimpern einfach lang und voluminös machen könnt. Dazu braucht ihr eben diese Mascara und nichts anderes. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, ist eure Lieblingsmascara und die muss nicht einmal voll sein, meine ist sogar leer. Das Einzige, was ihr davon braucht, ist einfach nur den Pinsel davon. Und wir starten einfach damit, dass ihr eure Wimpern tuscht, ganz normal, wie ihr es einfach machen würdet. Aber diese Mascara schaut so aus, das heißt, sie hat einen abgerundeten Kopf. Und das hat einen Grund. So könnt ihr einfach eure Wimpern viel geschwungener tuschen. Ihr müsst einfach nur die Wimperntusche seitlich anlegen und beim Tuschen einfach so ein bisschen rollen und gleichzeitig so ein Zickzack. Also Zickzack und rollen gleichzeitig. Das ist ein bisschen eine Gewöhnungssache, aber je öfter ihr das macht, desto einfacher wird es. Und der Grund, warum ihr das macht, ist einerseits, damit ihr einfach beim Zickzacken die Wimpern gut trennen könnt und andererseits bei dieser Rollbewegung, dass ihr die Wimpern einfach verlängern könnt mit diesem Produkt. Also es hat einen Grund, warum Mascaras so geformt sind. Das gleiche könnt ihr auch mit runden Mascaras ganz normal machen, einfach eine Zickzackbewegung und gleichzeitig diese Rollbewegung. Ich mache euch das gleich mal vor, dazu zoome ich euch mal ran. Ihr startet so seitlich und macht eine Zickzackbewegung und gleichzeitig dreht ihr. I used to take myself out on dates. Auf der Innenseite mache ich nicht so eine arge Zickzackbewegung, weil ich das dann nicht auf der Nase haben möchte. Deswegen gehe ich da nur so ganz leicht drüber und dann aus mache ich wieder die Zickzackbewegung. Und die Rollbewegung, diese Rollbewegung nicht vergessen. You couldn't see everything and stay. That I wasn't afraid to say. Yeah. If I gotta choose me. So, die erste Schicht schaut so aus. Also, die Wimpern sind zwar getuscht von allen Seiten, alle Wimpern sind getuscht, vergesst auf gar keinen Fall die äußeren Wimpern, weil die sehr oft vergessen werden, und die inneren. Also, geht auf jeden Fall auf alle Seiten. Wenn ihr sehr helle Wimpern habt, dann geht nochmal. Also macht die Augen zu und dann tuscht nochmal diese hinteren Wimpern, damit, wenn ihr runterschaut, es nicht blond ausschaut oder kein Lidschatten drauf ist. Ich mache dasselbe jetzt noch einmal auf der anderen Seite. Was ich euch übrigens empfehlen würde, ist, dass ihr, wenn ihr einen Spiegel habt, dass ihr den gerade vor euch habt und euren Kopf so ein bisschen nach hinten, dann bekommt ihr die ganze Mascara nicht auf euren Lidschatten. Das schaut jetzt im Moment so aus. Lasst diese Seite ein bisschen trocknen. Also wenn ihr eine Schicht gemacht habt, dann könnt ihr zu der anderen Seite überwechseln. Dann könnt ihr hier wieder, weil das ist dann ein bisschen angetrocknet. Also lasst es nicht zu lang trocknen.
aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen. Also nicht die erste Schicht, dann gar nicht warten, dann die zweite Schicht und dann das andere Auge, sondern lasst die erste Schicht so ein ganz bisschen, ein kleines bisschen trocknen, sodass es Zeit hat, Produkt aufzubauen, wenn ihr eine zweite Schicht machen wollt. Ihr müsst auf jeden Fall Geduld haben mit euren Wimpern. Das ist auch der beste Effekt, den ihr dann erzielen könnt, wenn ihr die Mascara so ein bisschen trocknen lässt. Ich mache dasselbe jetzt noch einmal und ich mache nichts anders. Also ich gehe wieder mit Zickzackbewegungen und dieser Rollbewegung. Also ihr könnt an diesem weißen erkennen, dass ich so eine Rollbewegung mache. Und ich mache auch manchmal meine Augen mit zu, das hilft dann. So, das ist jetzt eine zweite Schicht von meiner Mascara. Dasselbe mache ich auch auf dem anderen Auge. So, es sieht so aus dabei. Jetzt nehmt ihr eure Lieblingsmascara. Das ist bei mir die Lash Sensational von Maybelline. Das ist diese hier. Und wie gesagt, die ist leer. Da ist gar kein Produkt oben. Das Einzige, warum ich sie noch verwende, ist, weil ich diesen Kopf hier sehr gerne mag. Man kann es nicht so gut erkennen, aber ich gehe jetzt einfach nochmal über meine Wimpern, ohne dass sie getrocknet sind, und mache dasselbe noch einmal. Das Ganze trennt meine Wimpern schön und ihr kriegt nochmal so einen Schwung. Der Grund, warum ihr diesen Schwung bekommt, ist einfach, weil dieser Kopf von der Mascara das bewirkt, dass eure Wimpern geschwungener sind. Ihr werdet natürlich kein neues Produkt damit auftragen, außer ihr geht in eine Mascara, die noch Produkt drauf hat. Meine ist, wie gesagt, leer. Und damit könnt ihr nochmal eure Wimpern pushen. Das heißt, ihr drückt sie so ein bisschen nach oben, sie kriegen einen Schwung und der Effekt, den ihr bekommt, ist ein anderer, als wenn ihr eine Mascara verwendet, die euch nicht so gut gefällt. Ihr könnt natürlich Zeit sparen, indem ihr einfach eine volle Lieblingsmascara habt, aber meine ist jetzt leer und ich verwende jetzt die, damit ich sie aufbrauche, die andere von Manhattan und ja. Das ist mal der Effekt, den ich davon bekommen habe. Ich tusche jetzt meine unteren Wimpern. Ihr müsst das nicht machen, aber ich mag den Effekt sehr gerne, wenn die unteren Wimpern getuscht sind. Hier mache ich prinzipiell dasselbe, aber ich mache davon einfach nur eine Schicht, weil ich nicht so ewig lange untere Wimpern haben möchte. Also ich gehe in Zickzackbewegungen, die Rollbewegung lasse ich dabei aus und ich tusche nur ganz leicht meine Wimpern. Ihr dürft nicht nach unten schauen, weil sonst habt ihr unten die Abdrücke von der Mascara. Das habe ich oft, aber ich habe meinen Concealer nicht abgepudert, deswegen kann ich da einfach ganz normal drüber tupfen. Und ich gehe nochmal mit der guten Mascara, die ich habe, ohne Produkt natürlich, einfach nur kurz drüber, um die Wimpern schön zu trennen. Gut, jetzt fragt ihr euch, okay, jetzt haben wir diese Technik angewendet, jetzt schauen die Wimpern zwar schön aus, aber ihr möchtet sie noch so ein bisschen geschwungener haben. Dazu zoome ich euch ein bisschen wieder raus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie die Wimpern gerade ausschauen und ihr müsst sie jetzt ein bisschen trocknen lassen. Und zwar, ihr lasst sie so lange trocknen, bis ihr, wenn ihr ganz leicht drauf greift über die Wimpern, einfach kein Produkt mehr abkommt. Das könnte ein, zwei Minuten dauern. Und ich warte jetzt diese Zeit ab. Ihr wollt nicht, dass die Mascara komplett antrocknet, aber sie sollte so angetrocknet sein, dass einfach kein Produkt mehr auf eure Hand kommt. Und dann geht's einfach weiter mit meinem Geheimtrick. So,
Ich bin jetzt wieder zurück. Meine Mascara ist jetzt ein bisschen angetrocknet. Es kommt, wenn ich drauf greife, kein Produkt mehr auf meine Finger ab. Und jetzt kommt mein Geheimtrick. Und zwar drückt ihr die Wimpern einfach mit euren Fingern so ein bisschen nach hinten. Und zwar geht von innen, also von der Innenseite, nach hinten und macht eure Augen zu. In die Mitte und macht eure Augen zu. Und dann außen und macht eure Augen zu. Der Grund, warum ihr eure Mascara ein bisschen antrocknen lassen wollt, ist, weil ihr erstens keine Mascara auf euren Lidschatten oder auf eurem Lid generell haben wollt. Und wenn sie schon so ein bisschen angetrocknet ist, dann könnt ihr sie leichter formen und sie trocknen in dieser Form an. Also ihr drückt einfach eure Mascara so ein bisschen nach hinten von allen Seiten. Und schaut euch mal diesen Effekt an. Ich zoome euch mal rein, dann könnt ihr den Unterschied besser sehen. Sie sind einfach viel geschwungener und viel besser. Also ich hoffe, ihr könnt den Effekt gut erkennen. Hier habe ich meine Wimpern noch gar nicht aufgedrückt, aber lasst euch da nicht zu viel Zeit, weil ihr wollt nicht, dass die Mascara komplett antrocknet. Es kann sein, dass sich die Wimpern ein bisschen legen. Deswegen müsst ihr das ein, zwei Mal machen, bis die Mascara mehr oder weniger komplett angetrocknet ist und sie trocknet dann auch in dieser Form an. Vergesst nicht, innen ein bisschen zu drücken und außen die Wimpern in die Form zu drücken, sodass ihr so gefächerte Wimpern habt und sie nicht alle in eine Richtung schauen. So. Übrigens, wenn ihr irgendwo einen Fleck habt von eurer Mascara, wie ich zum Beispiel hier, dann geht einfach mit einem Spoolie, lasst es antrocknen und geht da so ein bisschen drüber. Dann ist es auch gleich weg. Ich hoffe, ihr könnt erkennen, wie meine Wimpern gerade ausschauen. Das ist etwas, was ich im Alltag mache. Und so, ich hoffe, ihr konntet mit meinen Geheimtricks, mit meiner Technik und mit meiner Vorführung, wie ich meine Wimperntusche etwas anfangen. Wenn ihr dasselbe zu Hause probiert, dann verlinkt mich auf jeden Fall auf Instagram. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr mehr geheime Tricks von mir lernen könnt oder dass euer Make-up einfach im Alltag besser ausschaut oder ihr es verbessern könnt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss.